Er ist der wohl rätselhafteste deutsche Künstler. Neo Rauch steht nicht gern im Rampenlicht. Der scheue Maler ist lieber in seinem Atelier. Dort, wo er sich dem Rausch des Malens hingibt und dem Rausch seiner Träume. Wir nutzen einen der seltenen Momente, in denen Neo Rauch sein Werk der Öffentlichkeit präsentiert und treffen ihn im niederländischen Zwolle. Im Museum de Fundatie wird seine neueste Ausstellung Drommers gezeigt. 65 seiner Werke aus den letzten 25 Jahren. Für Neo Rauch ist die Ausstellung wie ein Treffen mit alten Bekannten. Die Figuren seiner Gemälde sind für ihn Freunde, Wegbegleiter, fast lebendige Wesen. Ich nehme mein Personal ernst. Das sind meine Mitwirkenden, das sind meine Unterstellten. Manchmal sind sie aber auch unmittelbar Herrschende über meine Geschicke, vor allen Dingen des Nächtens. Da suchen sie mich nämlich heim und stellen ihre Bedarfsanträge an mich durch. Das ist einfach das hohe Glück, das die figurative Malerei mit sich bringt, dass man sich seine Kreaturen schafft. Und wenn man ihnen dann wieder begegnet, so wie jetzt, dann ist es, als würde man ein Familientreffen abhalten. Ein ganz besonderes Familientreffen mit Angehörigen, denen man nicht immer gerne begegnet. Neo Rauchs Figuren sind nicht nur geheimnisvoll, oft sind sie auch bedrohlich und böse. In seinen apokalyptischen Landschaften wirken sie verloren, einsam, wie Marionetten, die auf einen Spieler warten. Nächtliche Traumgestalten, die erst durch seinen Pinselstrich ans Tageslicht kommen. Der Plan ist, zu einem Bild vorzudringen. Und entweder ich entwickle eines aus Anfangsgründen heraus, die sich außerhalb meiner Wahrnehmung befinden, oder ich bekomme eines zugesandt. Da bin ich dann nur noch eine realisierende Durchgangsstation. Da bin ich dann praktisch eine Art Medium. Das sind die schönsten Momente, wenn mich ein Bild heimsucht und durch mich dann einfach nur noch zur Realisation getrieben wird. Neo Rauch fühlt sich zur schwarzen Seite der Romantik hingezogen. Halb geplant, halb intuitiv entstehen seine Bildkompositionen, die sich jeder Interpretation verweigern. Ich kann mich aus einer impulsiven Anwandlung heraus dazu entschließen, eine Figur, die eigentlich verstandesgemäß präzis gesetzt wurde, nochmal zu verunklären, sie zu zerstören oder sie irgendwie zu deformieren, weil ich das Gefühl habe, nicht den Gedanken, sondern das Gefühl habe, dass das Bild dieser Situation bedarf. 1960 in Leipzig geboren, ist Neo Rauch heute einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. In der DDR groß geworden, arbeitete er dort abseits von Einflüssen des internationalen Kunstmarkts. Er huldigte schon früh der figurativen Malerei im Stil seines Lehrers Arno Rink. Bis heute malt er seine melancholisch-surrealistischen Bilder unbeeindruckt von allen künstlerischen Strömungen. Seine Gemälde sind, sind untypisch für die Zeit, worin wir leben. Die bewegen sich ab vom großen Kunsttrend. Und das machen die schon seit 25 Jahren. Also die sind eigensinnig. Das sind Gemälde, die
bewegen sich ganz kräftig und ganz gut auch gegen den Strom. Der ganz große Hype um Neo Rauchs Malerei begann nach der Wende. Auch dank seines Galeristen Gerd Harry Lübcke. Mit dem Etikett Neue Leipziger Schule versehen, schaffte Rauch den internationalen Durchbruch. Die Deutschen reagierten zunächst zurückhaltend, doch amerikanische Sammler kauften seine Werke Anfang der 90er Jahre für sechsstellige Summen und das bevor er sie überhaupt gemalt hatte. Sein Stil zwischen Popart, Comic und sozialistisch-realistischer Malerei kam in Amerika besonders gut an. Das Metropolitan Museum in New York widmete ihm 2007 sogar eine Einzelausstellung. Neo Rauch ist, glaube ich, der Künstler in seiner Generation, der die Tür für Malerei wieder aufgestoßen hat. Und ich denke, er ist auch der wichtigste Maler, man könnte es auch, man muss sogar sagen, weltweit in seiner Generation. Und in dem, was er macht, ist er maßgeblich auch prägend für die Nächsten, die jetzt kommen. Man kommt an Neo Rauch auch nicht vorbei. Dabei ist Neo Rauch durchaus umstritten. Kritiker halten seine Gemälde für rückwärtsgewandt, für pathetisch und mit zu viel Symbolik überfrachtet. Der Vorwurf, wenig Inhalt, viel Kulisse. Neo Rauch polarisiert. Er selbst fühlt sich oft wie ein Getriebener. Einer, der malen muss, um nicht an der Welt zu verzweifeln. Seine tragische Kindheit ist in seinen Bildern oft präsent. Immer wieder verarbeitet er den frühen Verlust der Eltern. Sie starben bei einem Unfall, als er 4 Wochen alt war. Sein Bild Vater erzählt von diesem Verlust. Vielleicht ist er deshalb ein Wanderer zwischen den Zeiten. In seinen Bildern überspringt er mühelos alle Epochen. Figuren von heute vermischen sich mit Figuren vergangener Jahrzehnte. Zeitlose Wesen zwischen Leben und Tod. Alles vollzieht sich gleichzeitig. Das heißt, man muss sich die Realität wie einen unendlich in alle Richtungen sich entwickelnden Ornamentteppich vorstellen, auf dem wir unterwegs sind. Diese durcheinander Verwobenheit der Zeitebenen, das ist so sehr Programm geworden, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Ich denke, dass das Werk von Neo Rauch eher aus der Zeit herausgefallen ist. Man kann das gar nicht in eine gewisse Zeit einordnen. Ich glaube, seine Arbeiten wären vor 200 Jahren schon lesbar gewesen für die Leute oder hätten gestanden für ein Gefühl, genauso wie sie heute für etwas stehen, für Leute, die auch sich Zeit nehmen und sich etwas ansehen. Und die werden auch noch in 200 Jahren wichtig sein. Neo Rauchs Gemälde sind nicht nur zeitübergreifend, sie sind auch düster. Die Welt, wie er sie sieht, scheint kurz vor einer Katastrophe zu stehen. Die Bedrohung ist immer präsent. Wir müssen uns mit dem Bösen arrangieren. Wir müssen es in den Blick nehmen und wir müssen es überall verorten können, jederzeit. Denn es ist überall, es ist in jedem. Der Mensch ist ein Engel und ein Teufel in einer Gestalt. Und man ist gut beraten, den Teufel im Menschen auch permanent im Blick zu haben und ihm nicht zu viel Engelsgleichheit zu unterstellen. Und so lodert es in seinen Bildern. Es brennt, es flackert. Flugzeuge am Himmel verheißen nichts Gutes. Werfen sie Bomben ab? In dem Gemälde Der böse Kranke scheint jemand unter dem Bett Feuer zu legen, doch noch brennt es nicht. Wie die Geschichte weitergeht, das liegt in der Fantasie des Betrachters. Neo Rauch friert das Geschehen vor der Katastrophe ein. Er band es mit seiner Malerei. Das fände ich schön, wenn diese Wirkung einträte, wenn sich eine Art Bann ergäbe. Durch meine Einwirkung auf das Material, auf der Leinwand. Als würde jeden Augenblick etwas Schreckliches passieren können, aber die Dinge sind gebannt. Sie sind in der Balance,
Es liegt jetzt ganz auf der Seite des Betrachters, ob er diesen Bann bricht oder ihm weiterhin unterliegt. Gut und Böse sind bei ihm im ständigen Wettstreit. Oft bleibt unklar, wer ist Freund, wer Feind. Als Betrachter kann man selbst entscheiden, welche Rückschlüsse man zieht. Jede Interpretation ist erlaubt. Neo Rauch gibt keine Antworten, seine Bilder werfen Fragen auf. Sind das Ballonen mit Blut gefüllt, die hochgehen, um diese Wolken zu vertreiben? Das könnte durchaus sein. Das ist auf den ersten Blick ein sehr bedrohliches Bild, weil da ist natürlich, da sind das Verkehrsunfälle und Blut. Das Gemälde heißt Blutbrüder. Das ist, hat auch etwas Positives. Also diese Menschlichkeit sieht man auch. Viel Blut, viel Elend, doch die Menschen helfen einander. Trotz aller Brutalität eine friedvolle Stimmung. Stärke und Schwäche, Überlegenheit und Unterlegenheit. Zwischen diesen Polen bewegt sich Neo Rauchs bildlicher Kosmos. Ambivalenz ist das Zauberwort. Es muss alles drin enthalten sein, der Engel und der Teufel. Sonst taugt es nichts, sonst ist es entweder Propaganda oder Kitsch. Neo Rauch malt so lange an einem Bild, bis es für ihn im Gleichgewicht ist. Und das kann dauern. Eine Freiheit, die er sich selbst herausnimmt und auch dem Betrachter gewährt. Flüchtig kann man seine Bilder nicht erfassen und auch rational nicht. Kunst, nach meiner Vorstellung, ist ein Vorgang, der darin besteht, den Betrachter oder den davon Angesprochenen an die Ränder des Abgrundes heranzuführen, an den Höllenkreis und ihn dann aber wieder nach Hause zu führen, an den Kamin, zu einer Flasche Rotwein. Dort bei der Flasche Rotwein können wir uns dann unsere Gedanken machen über die Bildwelten des Neo Rauch. Und wenn wir uns darauf einlassen, sprechen seine Traumgestalten auch zu uns.